So, kurzer Disclaimer, wir befinden uns ja tatsächlich gerade auf so einer Art von Road to 1K. Also vielen Dank für den Support da auf jeden Fall und lasst gerne weiterhin kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier auf dem Kanal mache. Wir haben die Prozentzahl schon gut runterbekommen hier an Zuschauern ohne Abo. Geht natürlich noch ein bisschen mehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich sag für euch nochmal auf YouTube, als damit ihr es wisst, ihr seid so circa 2 Nachrichten weggeschoben quasi, dass ich mich nicht spawnen lassen kann. Boah, Jesus Maria, sehr gern eingeladen, dir den Stream hier reinzuziehen. Und es wäre fast das 1-0 gewesen für die Bayern nach einer guten Flanke. Lewandowski kommt quasi noch vor Kobel zum Ball und köpft das Ding gegen Pfosten. Lecco mio. Silas. Schöner Ball! Neuer vorbei! Koulibaly! Koulibaly, Junge! Wir führen! Ist das geil! Was ein Fehler von Neuer vor allem! Komplett verschätztes Ding! Komplett! Geile Scheiße, Mann! Ach du Scheiße, wir führen gegen die Bayern! Wie geil ist das denn? Sieht das mit dem Traumpass, Neuer verschätzt sich und Koulibaly netzt ein. Ist das geil. Ist das geil. Leckt mich am Arsch. Tongs Koulibaly macht sein erstes Bundesliga-Tor gegen die Bayern. Ein Sensationspass von Silas. Neuer verschätzt sich und drin. Wir führen. Wir führen. Mit dem ersten ernstzunehmenden Angriff von uns gefühlt führen wir. Ist das anders geil. So ist das. Schöner Ball. Förster. Was? Richtig gut von Sosa. Bruder Förster, der muss rein. Oh, Förster, der muss rein, Mann. Das Ding muss rein. Wenn du solche Chancen in die Beine bekommst, dann muss das Ding rein. Oh, wieder ein Ballverlust. Förster. Und wieder nicht. Oh, jetzt hast du schon 2 Riesenchancen liegen lassen, Herr Förster. Silas, schön geht vorbei. Ah, schießt dann auch vorbei. Die beiden Chancen gerade von Förster bringt mich dazu zu sagen, dass die Führung verdient ist. Weil jetzt hatten wir mehr große Chancen als die Bayern. Das Ding muss das 2-0 sein vorhin. Das gerade, gut, das war vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber das erste Ding nach Vorlage von Sosa muss das 2-0 sein von Förster. Ist das schade. Komm an. Ja. Und 1-1. Und 1-1. Top. So schnell geht's. So schnell geht's halt. Das war jetzt vor der Halbzeit nicht nötig. Das ist schade. Ich habe es dann noch gesagt, hoffentlich rächt sich sowas nicht. Hat sich gerecht. Sehr, sehr schade. Du musst eigentlich quasi 2 Minuten früher, musst du eigentlich mit einer von beiden Chancen zumindest das 2-0 machen. Jetzt fängst du dir das Ding. Das ist schade. Boah. Förster! Das zählt! Das zählt! Oder? Es zählt! 2-1! 2-1, oder? Es zählt, oder? Das Ding zählt. Riesenfehler von Neuer. Philipp Förster mit dem 2-1. Philipp Förster. Anstoß, langer Ball. Aha. Dann Neuer. Und jetzt? Er schaut sich's nochmal an. Er schaut sich's nochmal an. Ja, er berührt ihn halt minimal, ne? Aber Neuer spielt halt nicht weiter. Es ist... Oh, was für eine... Dumme Scheiße, dass das nicht zählt, Mann. Was für eine dumme Scheiße. Es tut mir wirklich leid. Da war der Zupfer von Koulibaly, die da, ja, natürlich. Ah, das ist schade, Mann. Das kannst du wahrscheinlich schon so abpfeifen, aber es ist einfach schade. Weil Koulibaly zupft ihn, ja, klar, er zupft. Neuer fällt auch, aber danach spielt Neuer halt nicht weiter. Er spielt halt nicht weiter. Das ist eigentlich der Hauptfehler, dass es überhaupt zum Tor führt, dass Neuer halt nicht weiterspielt. Kriegt einen kleinen Zupfer, fällt und denkt, ja komm, ich spiele nicht weiter, ich setze mich auf den Ball, jetzt ist Freistoß für mich. War es aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, hat nicht weitergespielt und Tor. So eine, ich sag mal, so eine Art von Arroganz sollte eigentlich echt irgendwie auch bestraft werden. Das wäre eigentlich so vom Karma her geil gewesen, wenn es den gezählt hätte, aber ja. Command mal ein bisschen Platz. Lewandowski hat Platz zum Abschluss, ja, und das fällt halt. Gibt dem halt nicht so viel Platz, das ist ganz einfach. Gibt dem halt nicht so viel Platz. Das ist halt krank. Der hat mal kurz ein paar Meter Platz und jagt das Ding halt unhaltbar rein. Das ist halt wirklich der beschissenste Zeitpunkt, wo du das Tor fallen kannst, ey. Das ist der beschissenste Zeitpunkt überhaupt. Schade, 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 schade. Schöner Ball auf Silas.
Das gibt's nicht, ey. Das war jetzt die erste gute Chance für uns in der zweiten Halbzeit in der 71. Silas legt zurück, Mangala schön. Hallo? Zeig es nochmal, der war in der Hand. Der war in der Hand, Bruder, oder? Oder wo war der bei Süle? Er wäre hier in Unschi noch absolut verdient. Boah, Silas stark. Richtig viel Platz oben. Wer ist denn das, Anton? Wunder! Gibt's nicht, Mann. Ah! Schade, Mann. Da war mehr drin. Richtig stark von Silas. Richtig fucking stark von Silas. Und Anton so halb Schuss, halb Flanke. Kalajdzic kommt auch noch. Ah, wenn Kalajdzic da einen Schritt früher dran ist, dann kann ich noch entscheidend abfälschen ins Tor. Leider nicht. Wieder eine ganz in Ordnung Chance nach vorne. Ah, Mann, ey, wir schnuppern hier so am 2:2. Wir schnuppern hier so an dem Punktgewinn. Die ganze Zeit, das komplette Spiel schon durch, schnuppern wir an einem Unentschieden. Natürlich wollen wir es wissen. Jetzt Abschluss! Oh, Mann, du schießt den eigenen Mann an, ey. Ah, da ist halt auch wirklich Pech dabei, Mann. Komm, Jungs, nochmal so ein Unentschieden-Lucky Punch wie gegen Hoffenheim. Würde ich so fühlen. Schön. Auf, Silas. Klar, du bist auch nicht mehr allzu frisch, aber du hast Tempo. Ja, geht vorbei. Oh! Wow, wir kratzen so dran, Junge. Im Stadion wäre jetzt so eine behindert gute Stimmung. Im Stadion wäre jetzt so eine behindert gute Stimmung. Boah, wir schnuppern so am 2:2, ne? Das 2:2 wäre jetzt mittlerweile auch von den Chancen der zweiten Halbzeit her so verdient. Und über das komplette Spiel gesehen wäre es so verdient, dass wir hier unentschieden spielen. Jetzt laufen die Bayern in den Angriff. Über Costa. Und dann fällt es 1 zu 3 und damit ist das Spiel vorbei, leider. Das ist einfach schade. Ich werde es wieder im Podcast sagen, ne? Ich habe es auch schon jetzt öfter gesagt. Absolut ansprechende Leistung, sehr zufrieden mit der Leistung. Vor allem in der ersten Halbzeit war es ein sehr interessantes, sehr gutes Spiel gegen die Bayern.